Hallo? Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Ark Survival Evolved. Oh, da hinten mit dem Mond, das schaut schön aus. Das schaut so richtig schön aus. Wie geht's denn euch jetzt eigentlich? Ich kann dich hier aufleveln. Was mache ich denn da mal? Mache ich Stamina? Oh, bist du mein Lastentier? Du brauchst Stamina. Und ich muss mal schauen, dass ich hier jetzt noch ein Level hochkomme, weil ich vergessen habe, ja, das eine geht zu craften oder besser gesagt mir zu lernen, aber ja, ihr habt ja mitbekommen in der letzten Folge, was ich gemeint habe oder was ich meine. Es ist schön, dass du, ja, toll, ganz toll, ganz toll. Dich könnte ich theoretisch zu meinem Kampfvogel machen. Könnte funktionieren. Du nicht. Für dich kann ich, glaube ich, auch einen Sattel lernen. Das wär doch auch mal interessant hier. Ich habe eh vergautetes Fleisch drinnen. Melee Damage mache ich bei dir. Mein kleiner Kano. Ja, kann ich leider nicht aufleveln. Dich kann ich aufleveln. Damage, Damage, Damage. Du, habe ich, glaube ich, schon mal geschaut. Kampfdodo. Okay. Hast auf jeden Fall noch genug Nahrung drin. Bei dir schaut es hier ein bisschen weniger aus, wobei du hast hier von 51. Das müsste theoretisch gehen. Kann ich mir denn hier jetzt irgendwas craften, um ein Level aufzusteigen? Ach, mein kleiner Pteranodon. Oder wie heißt es? Doch, Pteranodon. Stimmt. Movement Speed. Mit dir will ich ja dann irgendwann rumfliegen, wenn ich es schaffe. Dafür brauche ich aber wesentlich mehr an Dings. Können wir hier mal mit reinschmeißen? Sparkling Powder bräuchte ich dann wahrscheinlich auch noch demnächst. Nein, ich habe mich verklickt. Ihr kommt jetzt nicht alle hierher angegangen, oder? Hoffentlich nicht. Gut, 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 gut. Das ist schon mal gut. Was kann ich mir denn hier jetzt craften? Craften, craften, craften. Ich könnte versuchen, ja. Ja, weil ich das nicht hinbekommen hatte, oder besser gesagt, weil das Viech dann gestorben ist. Dann würde ich sagen, schauen wir doch nochmal, ob wir so einen schnellen Läufer da finden. Also finden werden wir ihn bestimmt, aber halt zähmen. Habe ich noch genügend von diesen Narkosebärchen? 20 und 6 Narkotika. Okay, das müsste theoretisch gehen. Ich bräuchte jetzt aber hier erstmal Steinchen, um den bewusstlos zu schlagen oder besser gesagt bewusstlos zu schießen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon brauche. Ich glaube 3 oder sowas, aber wenn du nicht glücklicherweise in einen Baum reinrennst oder in einen Felsen oder sowas, dann kann es sein, dass ich ein paar daneben schieße. Oder ziemlich viel daneben schieße. Nee, kann ich hier. Ja, ich würde dich gerne reparieren. Aber kann ich so nicht. Muss also warten, bis du kaputt bist. Irgendwo hier waren doch mal so eine ganze Herde von denen. Frage ist, sind die jetzt immer noch da? Ich glaube ja. Also ich hoffe. Da oben ist ein kleiner Pteranodon. Da ist ein kleiner Stegosaurus. Den könnte ich eigentlich auch mal versuchen zu zähmen. Es ist aber. Ach, da hinten ist einer. Wieso wird es hier dunkler, wenn ich da hinschaue? Muss ich das verstehen? Ach, da ist ja auch einer hier auf dieser Mini-Insel. Ich habe nur die Angst, dass irgendwo ein Kano hier vorbeikommt. Stegosaurus müsste eigentlich Pflanzenfresser sein und friedlich. Bist du friedlich? Ja. Und machst ziemlich viel Krach und ziemlich viel Erschütterung. Kommen hier irgendwo Piranhas? Nein. Mag keine Piranhas. Piranhas sind böse. 3. Ich hoffe, ich schaffe es, dass du umkippst. Ja, ein Stein, renn rein. Ich schieß daneben. Ich will dich doch nur ohnmächtig schießen. Wobei, ich habe schon, oder wollte schon sagen. Ah, okay. Wenn ich so bin, könnte ich dich theoretisch auch schlagen, bis du ohnmächtig wirst. Du backst jetzt im Stein rum. Das ist sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön.
Ich glaube, ich muss bei dir warten, bis das Essen runter ist. Aber ich kann dir schon mal das ganze Zeug hier reinhauen. Du bist, glaube ich, Pflanzenfresser. Glaube ich. In der Zwischenzeit schaue ich mal, was ich hier noch brauche für deinen Sattel. Trike-Sattel ist es nicht. Das ist hier dieser Pagasaurus, oder? Dafür brauche ich Fiber und noch Holz. Du bist doch dieser, oder? Ja, okay. Gezähmt heißt es, du isst automatisch, was du. Ach ja, stimmt ja. Dann kann ich. Nee. Na, ist es ja egal. Ich habe noch nicht so rausgefunden, wie ich da am besten irgendwas zähme. Gibt da wohl irgendwie einen Trick, dass man warten muss, bis das runtergelaufen ist, der Zeiger vom Hunger, und dann kann man den irgendwie mit Bonusleveln oder sowas fangen. Weiß jetzt auch nicht, ob ich das hier jetzt vermasselt habe. Ich ziehe die jetzt hier einfach mal raus und warte. Vielleicht geht's ja dann. Ach, das sind die Stücke von euch, die hier wegfliegen. Ich habe schon gedacht, hier sind wieder irgendwie komische Ameisen und Libellen und sowas. Vorne läuft jemand rum. Ist das ein Dilo? Sieht es aus der Entfernung nicht. Sind aber ein Paar. Ist das eine Familie? Ne, die kämpfen, glaube ich. Oder irgendwer rennt da rum und kämpft. Komme ich da durch? Nein. Ich will doch nur zuschauen. Und nicht sterben. Ach nee, das ist ein Skorpionenkleiner, der die durch die Gegend scheucht. Schaut so aus, nee. Okay, ich glaube, das muss man nicht verstehen. Also die kämpfen irgendwie doch nicht miteinander. Leider. Naja. Da hinten bewegt sich irgendwas Größeres. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein Stegosaurus sein. Was machst du denn da hinten, Stegi? So, bewusstlos. Okay, wieso ist die Anzeige hier wieder runtergegangen vom Dingsen? Vom Zähmen? Topor. Schaut noch relativ gut aus. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Vielleicht bekomme ich ja dann hier irgendwie diese Bonus-Level oder wie die auch immer. Hier. Steht's bei mir mit dem Hunger nicht so super. Dann essen wir mal ein bisschen was. Zwei Stückchen gegessen und weiter geht's hier. Habe ich jetzt hier genug Fiber? Können wir hier mal schauen, dass wir den Baum abfällen. Ja, Thatch interessiert mich jetzt weniger. Haben die Bäume hier eigentlich unterschiedlich viel Holz? Bin überladen. Dein Ernst? Gewicht 113. Was wiegt denn so viel? Steinchen brauche ich momentan nicht. Die kann ich rausdroppen. Ach, ich habe 75 Holz dabei. So, dann machen wir hier mal diesen Trike-Sattel. Nein, nicht den Trike-Sattel. Was mache ich denn? Diesen Parasaurus-Sattel jetzt. Hidepants, Hideboots. Ich bin eigentlich hier schon komplett mit Hide ausgerüstet. So, kann ich mich gleich wieder bewegen? Also schneller? Nee, ich bin immer noch überladen. Dann wiegt er hier wohl nicht so wenig brennt. Fiomisa-Sattel. Nee, du bist. Warte mal, bist du jetzt Pagasaurus oder Fiomia? Doch, du bist ein Parasaurus. Okay. Gesundheit, Essen. Soll ich das jetzt schon machen oder warten, bis die Gesundheit wirklich unten ist? Gib dir auf jeden Fall hier mal ein Narkosemittel. Irgendwas hat mich gerade hier. Hab mich doch gerade hier bewegt. Aus irgendwelchen Gründen. Nein, es wiegt mehr, der Sattel wiegt mehr als das Zeug, was es verbraucht. Mann! Drop, dann Holz brauche ich momentan nicht. Ich könnte schauen, wie es ist mit dem Stegosaurus. Sind ja ein paar.
Ich glaube aber. Ich weiß es halt nicht genau. Welches Level bist du eigentlich? Level 8. Okay. Remote Use. Ein Topor steigt noch an. Also steigt jetzt wieder an. Ein Hunger, soll ich mal warten, bis er auf 1000 ist? Oder? Könnte auch jetzt einfach was reinlegen. Ja, dann legen wir jetzt was rein. So, die scheinen dir zu schmecken. So, Zähmen geht langsam hoch. Bleibt jetzt in der Mitte stehen, oder? Nee. Doch, es bleibt jetzt in der Mitte stehen. Amen. Hätte ich wahrscheinlich noch länger warten müssen, aber ich weiß halt nicht so genau, wie das funktioniert. Steinchen? Ich hätte hier doch gerade Steinchen rausgeworfen. Du bist Holz. Ach, die sind wahrscheinlich dekompostiert? Kompostiert? Egal. Bist denn du hier? Oh, ein kleines Evgen. Die will ich auch haben. Du bist wahrscheinlich das Killer-Äffchen und machst mich jetzt kalt, wenn ich versuche, dich zu hauen, oder? Irgendwie habe ich da so ein blödes Gefühl. So, theoretisch müssten die hier reichen. Bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht. Okay, es versucht abzuhauen. Nein, du bist da drin. Kann ich dich hier irgendwie? Ich muss dich doch da rauspfeifen, sonst ertrinkst du doch. Kann ich dich hier irgendwie rausziehen? Ja, unconscious. Nee. Kann dir auch nichts geben. Ich kann hier dein Inventar nicht öffnen. Heißt es, ich kann dich nicht sehen? Oder vielleicht noch nicht. Vielleicht ist es noch nicht im Spiel angebaut. Schade. Ich hätte gern so ein kleines Äffchen hier gehabt. Ja, wie geht's denn dir jetzt hier? Du bist immer noch am Schlafen. Das ist ja gut. Ja, ich glaube, ich bräuchte diesen Hammer und Mörsel. Also Mörsel und Stößel. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Glaub nämlich nicht, dass ich das schon da hab. Also bräuchte ich eigentlich auch mal. Es sind so viel Stein, die man braucht. Ja, das ganze Zeug. Refining Forge habe ich ja schon. Nö. Theoretisch müsste ich jetzt hier warten, bis der hier wach ist. Also fertig ist. Was ist denn da oben los? Hallo? Au, ihr seid ja böse. Habe ich gar nicht gemerkt. Was seid ihr denn für Viecher? Raptoren? Was machen denn hier Raptoren? Das ist so gemein. Ja, da war ich ein bisschen ruhiger. Moment, bist du hier? Nee, du bist beim Parasaurus. Ich wollte schon schauen. Raptor hätte ich auch gerne gehabt. Aber ihr musstet jetzt erstmal sterben. Entschuldigung. So. Ja, das ist schön, was ich kann. Ich kann ihn benennen. Ich brauche aber keinen Namen für dich. Ich kann dich jetzt auch hier. Moment. Ich habe ja hier den Sattel gecraftet für dich. Ich habe den Sattel gecraftet für dich. Freust du dich? So, Sattel. Und Kostüm. Moment, ich habe doch dieses andere Ding da gehabt, was ich noch mit draufziehen kann. Ja, wahrscheinlich habe ich es irgendwo anders hin.
Die hier kann ich reparieren, wenn das Spiel mal sich wieder beruhigt. So, wo ist denn jetzt der zweite Raptor hier? Ist hier hinten. So. Dich holen wir auch. Und jetzt können wir hier mal schauen. Oh, da gehe ich gleich hin. Dich hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Kriegst du einfach mal. Sollten eigentlich reichen. Welches Level bist du jetzt? Level 9. Okay, also nicht so schlecht. Bist auch ziemlich schnell, glaube ich. Ich glaube, du bist so der Läufer. Ja, schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Oder ob wir hier wieder irgendwo rumbacken, wie beim anderen. Gesundheitstechnisch bin ich noch nicht so auf dem Damm. Wäre also auch schön, wenn hier nichts kommt, was mich jetzt irgendwie töten will. Nein, Disable Following. Du sollst hier einfach deinem Zeug nachgehen. Und ich... Also halt nicht deinem Zeug nachgehen, aber... kann ich jetzt? Supply Crate. Supply Crate. Soll ich den Hammer... soll ich das ganze Zeug hier mal abbauen? Ich kann nicht auf dich zugreifen. Ich glaube, das ist, weil du hier im Stein backst. Plague-Rate, jetzt hast du dich von 80 von 100 auf 70 von 100. Kann ich dich irgendwie wo abbauen? Nee. Explodiere endlich, Stein! Ist doch nicht so schwer, danke. Ich hab doch Essen dabei, jetzt hör doch auf hier. Ja? Stein, ist alles in Ordnung bei dir? Meine Axt ist gebrochen. Und aus irgendeinem Grund kann ich die hier nicht reparieren. Wahrscheinlich, weil ich kein Holz habe. Holz. Hilo, bitte greif mich jetzt mal bitte nicht an. Ah, jetzt. So, 9. Und jetzt kann ich hier drauf hauen. Hoffentlich funktioniert es dann auch. Ah, und ich bin wieder komplett vollgeheilt. Das ist schön. Schön, 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 schön. Ja, explodiert. Und ich kann darauf zugreifen. Battle Ceiling. Das ist auf jeden Fall was, was ich noch nicht habe. Stützt doch nicht in mein Gesicht. Dann würde ich aber sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.